Aloha und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West, Leute. Es geht auf in die letzte Hauptquest. Es geht dem Ende zu. Wir haben alles gemacht, wir haben alle Brutstätten und wir sind bei 91%, Leute. Es ist soweit. Hey, der Besserwisser ist hier. Du weißt schon, dein Fokuskumpel, Danny lächelt. Ich habe ihn einfach mal in dein Zimmer geschickt. Okay, danke. Nun, Silence. Hast du endlich eine Tür gefunden, die du allein öffnen kannst? Ich freue mich, dass es sie gibt. So musste ich mich nicht mit deinen Freunden herumschlagen. Genug geplaudert. Ich denke, du schuldest mir eine Erklärung. Deine Pläne für die Zenith-Basis. Das stimmt. Ich schulde dir was. Einen Speer durch die Kehle, weil du mich belogen hast. Dort im Hades-Labor. Ich bezweifle, dass du mich deswegen hergebeten hast. Nein. Ich brauche deine Hilfe. Also bekommst du eine letzte Chance. Aber wenn du mich je wieder hintergehst, töte ich dich, egal wie die Umstände sind. Verstanden? In Ordnung. Obwohl wir beide nicht mehr viel Zeit haben, wenn du es nicht schaffst, dass wir in die Basis kommen. Hey Leute, ein anderer Gast ist hier. Sie, kommt zu dir. Danke. Gutes Timing. Ehrlich gesagt, ich kriege uns nicht in die Basis. Aber sie schon. Deine Freunde sind ja noch schlimmer als gedacht. Du magst keine Überraschungen, oder? Schau mal, ist das deine kleine Erfindung? Funktioniert die Waffe? Ohne Selbstzerstörung? Aber natürlich. Ich habe die Makel ausgebügelt, das Design und die Wirkung verbessert. Wie können wir sicher sein? Soll ich es vorführen? Genug, ihr beiden. Es geht uns alle an. Zumindest jetzt. Rede mit Erend. Sag ihm, dass ihr eigene Zimmer braucht. Ich komme euch besuchen, wenn ich kann. Oh nein, erst du. Ich sollte alle im Kontrollraum versammeln, damit Tilda uns sagen kann, was sie über die Zenith-Basis weiß. Ja, aber zuerst kann ich meine Vorräte bitte noch auffüllen. So. Ey, komm, alles auffüllen. Gut. Gut, gut, gut. Auf geht's. Auf geht's, Leute. Okay. Vielleicht sollte ich alle versammeln, damit Tilda uns aufklären kann. Aber gibt es noch was, das ich vorher erledigen sollte? Ja, das da. Digga, ich kann's nicht jetzt. Eieiei. Na also, alle Drohnen sind wieder mit der Kuppel verbunden. Nice. Los geht's. Okay, Leute, ich brauche euch sofort oben im Kontrollraum. Okay, Leute. Wir alle wissen, worum es geht. Beta, Gaia und um das Leben auf der Erde. Die Zeniths wirken vielleicht unverwundbar, aber das sind sie nicht. Wir sind stark genug, in ihre Basis einzubrechen und sie zu besiegen. Uns hilft sogar eine von ihnen.
Tilda? Zeig uns die Basis. Sie wurde auf den Ruinen einer alten Militäranlage auf einer Insel im Südwesten errichtet. Ich kann uns dorthin und hineinbringen, unentdeckt. Wie genau? Das wirst du später sehen. Wenn wir drin sind, ist das Bauwerk unser Ziel. Der Startturm. Gaia und Beta werden oben gefangen gehalten. Doch auf dem Weg werden wir starken Widerstand spüren. Hauptsächlich von Gerard, Eric und den anderen. Aber sobald ich ihre Schilde deaktiviert habe, sollten sie kein Problem mehr sein. Aber es ist leichter, das Gerät einzusetzen, wenn es jemand anderes trägt. Jemand mit ordentlich Kraft. Etwas tragen? Das schaffe ich. Selbst wenn dein Gerät funktioniert, wird ein Schwarm Phantomdrohnen auf uns warten. Hätten wir nur eine Armee, die sie besiegen könnte. Das habe ich im Griff. Das wirst du später sehen. Okay, wir treffen uns wieder, bevor wir reingehen. Wo ist der beste Treffpunkt? An der Küste, direkt gegenüber der Insel. Wenn wir da sind, zeige ich euch den Weg. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich am Treffpunkt bin. Dann kommt ihr dazu. In der Zwischenzeit tut alles, um euch vorzubereiten. Verstanden? Ihr beiden? Auf ein Wort? Tilda half mir beim Kontakt mit Beta. Sie hatte etwas Wichtiges zu sagen. In der Basis gibt es eine Vorrichtung, die Regulator genannt wird. Hier. Wenn wir drin sind, müsst ihr zwei euch von den anderen trennen und ihn zerstören. Also bringt Sprengstoff mit. Dann halten wir die Drohnen auf. Alles hängt davon ab. Seid ihr dabei? Danach müsst ihr einen Weg finden, das Zenith-Netzwerk zu infiltrieren. Wie? Geht alle Daten durch, die Beta zurückließ. Sie wusste einen Weg, da bin ich sicher. Okay, aber wieso? Was ist denn mein Ziel? Finde Informationen über die Zeniths. Alles, was Tilda uns verschweigt. Mit einer Sache hatte Silence recht. Wir können ihr auf keinen Fall vertrauen. Das sage ich schon lange. Ich versuche es. Pass auf sie auf, okay? Bei meinem Leben. Okay, schon fast Zeit, sich um Beta und Gaia zu kümmern. Vielleicht sollten wir zuerst nach allen sehen. Machen wir nicht. Wir gehen direkt, Alter. Los geht's. Eieieiei, das könnte krass werden. Können wir da irgendwie eine Schnellreise hinmachen? Das ist ein bisschen... Wenn du weitergehst, wirst du sicher eingeschlossen und die offene Welt für die Dauer der Quest nicht zur Verfügung stehen. Also, das ist wirklich die letzte Hauptquest, ne? Ja. Kein Weg zurück. Okay, Leute. Ich bin am Treffpunkt. Es wird Zeit, Beta und Gaia zu retten. Verstanden, Aloy. Wir sind unterwegs. Aloy. Wo sind die anderen? Nicht weit zurück.
Eierkopf wollte partout nicht mit den anderen. Sind alle da? Dann legen wir los. Oh, Cortalo hat sogar seinen Arm. Okay. Was? Ein Tunnel. Ein alter Fluchtweg aus den Ruinen auf der Insel. Als mir klar wurde, dass man damit über das Wasser kommt, ich dachte, man kann so unentdeckt kommen und gehen, also hielt ich ihn vor den anderen geheim. Wollen wir? Ich wünschte, es gäbe einen geruchloseren Weg in die Basis hinein. Stimmt. Ah, die Sinus-Basis. Da ist der Startturm. Die Ebene bietet nur wenig Deckung, also ist der beste Weg der hier. Er wird von Phantomen bewacht. Und in den Hangars dort sind noch viel mehr. Alles klar. Alva, Cortalo, legt los. Was haben Sie vor? Etwas Wichtiges. Erend, komm mit mir. Leute, sucht eine hochgelegene Stellung für Feuerschutz. Taktisch klug, schätze ich. Was hat sie vor? In der Nähe ist ein Sensorknoten. Wenn ich mich reinhacke, sollte ich das Netzwerk anlegen können, damit ihr unentdeckt bleibt. Aber nicht lange. Dann sollten wir weiter. Oh ja. Eine Sache noch. Öffne den Kanal zu Beta, nur Audio. Aloy! Wir sind hier und kommen dich holen. Du weißt, was zu tun ist? Solange ihr euren Teil einhaltet. Scheint die Stimme von Beta zu hören. Bis bald. Pass auf. Los geht's. Kommt so schnell wie möglich zum Startturm. Ich versuche, unser Eindringen zu verschleiern. Okay. Vorsicht, Aloy! Phantome voraus! Vorsicht! Folge mir! Mach ich doch. Das liegt hier, falls du es willst. Hey, ja, komm. Es ist kein Bier! Aber okay. Was hat der jetzt mit Bier, Alter? Ja, wie gefällt dir das? Weg hier mal. Drecksphantom, komm her. Das waren wohl alle. Ich glaube, du hast recht. Gut, weiter geht's. Weiter geht's. Ich glaube, da oben ist eine Höhle, durch die wir durch den Berg kommen. Klettern wir da hoch. Oi. Wo genau willst du jetzt hochklettern? Aha, da. Mann, was ist denn im Rucksack? Alteisen? Aloy, Alva und ich nähern uns dem Regulator. Nice. Meld dich zwischendurch.
Und rüber. Sicher da entlang. Ich muss wohl irgendwie anders rüber. Gut, das hätten wir. Und hoch geht's, Leute, Leute. Hoch, hoch, hoch. Viele tote Maschinen auf der Insel. Wir haben viele erlegt, als wir hier landeten. Ihre Bauteile könnten wir jetzt nützen. Noch ein Phantom. Gleichen oder kämpfen? Eine Wahl. Ja, jetzt wird gekämpft. Halo wird angegriffen. Jetzt geht Deckung. Feuer! Nein, ich brauche keine Hilfe mehr. Gute Arbeit. Und was jetzt? Puh, die hier. Phantom, Alter. Hast du gefunden? Ja. Okay. Das wäre jetzt gewesen, wenn du nicht gefahren wärst, ey. Ja. Okay. Ja! Weg mit dem Unkraut! Ja! Weg! Wir sind durch. Diese Phantome sind echt gut! Den übernehmen wir, Aloy! Geh weiter! Ich denke nicht, dass ich euch den ganzen Spaß. Okay, ey, komm. Oh, Scheiße. Lol. Okay. Ah ja, nice. Über den Sturmvogelkadaver kommen wir darüber. Oh, yeah. Ich hasse Sturmvögel. Aber tot ist dieser hier ganz praktisch. Hier. Oh, yeah. Gut, Leute. Weißt du noch damals, als unsere einzige Sorge war, dass Meridian vielleicht zerstört wird? Also, statt der ganzen Welt wie jetzt. Ja. Schöne Zeiten. Oh, yeah. Okay, Leute. Wir haben gleich 20 Minuten. Und ich sagen, was für diese Folge von Horizon Forbidden West, Leute. Die nächste Folge geht's hier weiter. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, lasst ein Abo da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin.